angepasst und so weiter. Und irgendwann hatte ich da keine Lust mehr auf die ganze Elektromucke. Das war so, irgendwann war es vorbei, so 25 oder sowas. Und dann habe ich lange nichts mehr gemacht. Also wirklich über 20 Jahre nichts mehr. Habe überhaupt nicht verfolgt, was so die Entwicklung da gelaufen ist. Und so vor ein paar Jahren, also 3, 4 Jahren, bin ich zufällig wieder drauf gekommen und mir sind die Augen rausgefallen. Das kann ich euch sagen, was heute auf einmal alles geht. Heute geht alles das, wo wir damals geträumt haben davon. Weil damals waren die richtig coolen Sachen einfach nicht zu bezahlen. Das waren immer so, ich weiß, was habe ich gespart auf meinen ersten Synth, die da 1800 Mark hat er gekostet, so von Yamaha, so ein DX9 oder was war das? Hm? DX7? Nee, da waren wir zu teuer, es gab ja, den DX9. Ja, den kenne ich halt. Ja, im Prinzip das gleiche, bloß abgespeckt und so. Und Hall gab es keinen, und, also es war alles, es war furchtbar. Und heute hast du einfach in einer blöden Software wie Ableton, die sind blöd, aber in so einer Software einfach alles drin, und das finde ich ein Hammer. Also, das ist wirklich. Ich will nur sagen, ihr habt das Paradies, was Sound betrifft. Da gibt es echt was zu meckern. Und ich finde es einfach obercool, dass jetzt dieses Modularzeug wieder so abgeht und dass da alle drauf abfahren. Und und den Marco kenne ich jetzt schon eine Weile. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir halt mal was in der User Group. Und finde es jetzt richtig schön, und nachdem ich den Dieter Döpfer aus der Zeit damals noch kenne, der die Teile baut, habe ich den halt gefragt, ob er uns da was leihen kann, und so, ja klar, sag was drauf, gehen wir zusammen. Mäßig super. Voll geil. Das ist auch so. Ich suche auch noch Freunde übrigens. Ist der hier aus der Gegend? Der ist in der Münchner Gegend. Und der arbeitet sich halt tot mit dem Zug. Das ist unglaublich. Jo, würde ich sagen, bevor wir jetzt so in die Details gehen, wie man was macht und wie man Sounds bastelt mit so einem Teil, da Knöpfe, Kabel, sieht ja alles fürchterlich aus. Oder ich weiß nicht, wie findet ihr das? Schaut das? Ich habe schon ein bisschen Erfahrung mit der Materie. Okay, also, ja. Ist mir nicht ganz fremd, also. Können wir das vielleicht ein bisschen sehen, weil wir sehen überhaupt nichts. Ja, ich kenne dich auch. Ja. Stimmt. Also ein bisschen mehr. Da kann ich zwar nicht so gut drehen, aber das ist wurscht. Oh.
War es aber nur purer Löpfer, also du hattest jetzt auf deinen Channel, wo du den durchgeroutet hast, den Löpfer, keine Effekte, gar nichts drauf. Doch, da war ein Delay drauf. Ach, ein Delay war drauf, genau, okay. So ein normales Ping-Pong-Delay. Okay. Aber sonst war es jetzt einfach nur eine reine Sequenz. Okay. Genau. Okay. Also, wo es losgeht immer bei so einer Modular-Synthi, ist der Oszillator, VCO genannt. VCO deswegen, weil es heißt Voltage Controlled Oszillator. Bei den Modularsynthes ist es so, die verstehen keine, erstmal verstehen die keine MIDI-Noten. Das ist Modularsynthes, der weiß nichts von Noten erstmal. Der hat einfach, das ist ein Oszillator, der macht halt einen Ton. Machen wir mal einen Rechteckton. Säge macht so. Ich meine, jetzt kommt Untersäge. Ja, aber vom Klang, also ein bisschen röhriger, ein bisschen. Die Kurve ist ja auch gezackt, oder? Ja, nein, nicht unbedingt. Sägezahn hört sich für mich mal roher an wie eine Sinus. Sinus ist feiner, ist sanfter. Feiner, ja. Sägezahn ist so. Die Welle reißt schon fette Bässe zusammen, auf gut Deutsch gesagt. Ja, ein schönes Oszilloskop hier. Das ist so ein bisschen mal zu reden machen. Vielleicht ein Schalter aus oder so. Ja, also vielleicht die einen oder den anderen. Ja, so. So oder so.
So? So. Ja, das ist der Punkt. So, jetzt. Okay. Das ist im Prinzip das, ist die Wellenform, die der Oszillator produziert. Und das könnt ihr euch einfach vorstellen, das ist letztlich das, was dann zum Schluss die Membran vom Lautsprecher macht. Das ist immer die Kurvenform. Man muss sich das, ich sage das immer gerne, wenn man Musik macht, was man eigentlich tut, ist, irgendeine Kurvenform zu produzieren, die dann vielleicht über ein paar Minuten lang geht und die verändert sich. Letztlich ist alle Musik nichts anderes wie so eine Folge von Schwingungen und Kurven. Und das ist halt so ein elementarer Rohstoff von dem Ganzen. Okay. So bewegt sich unsere Membran. Jetzt kann man mal gucken. Das ist jetzt ein Rechtecksignal. Logisch. Name ist ganz klar. Und da sieht man aber jetzt schon recht schön, was analog ist. Ihr seht, das macht dann hier solche komischen Zackel und Zeug und so. Und das ist halt so dieser Dreck, was die analogen sind, ist halt so, was die halt so ihren Charakter geben. Jetzt vom Sound her, seht ihr ja, das ist nach oben, das ist ein bisschen breiter und wo es nach unten geht, ist schmaler. Und das kann man jetzt verändern. Ihr hört ganz mal genau auf den Sound. Merkt schon? So, das Ding hat hier Buchsen mit verschiedenen Ausgängen und aus der einen Buchse kommt halt der Rechteck raus, aus der anderen kommt der Sägezahn raus. Klingt ein bisschen ähnlich, aber ein bisschen weicher und glatter wie der Rechteck. Okay, dann gibt es noch ein Dreieck. Erstmal kein Lob, sondern völlig kontinuierlich. Und dann sind wir jetzt schon bei dem Punkt, was man da unbedingt im Zusammenhang mit Ableton braucht, ist hier der Tuner, den es gibt seit Live 9.2. Und da seht ihr einfach, was habe ich da eigentlich für eine Note. Ja? Genau. Das war mit uns einfach beschäftigen. Ja. Hi. Wer zu spät kommt, muss sich rechtfertigen. Ich fange mir gerade bei Null an. Was ist denn Hauptschule? Ich spreche nur Englisch, aber ich verstehe ja ein bisschen. Mehr. Okay, gut. I just started. Ja. With the basics, how an oscillator works and what it does. Okay. Soll ich da mal eine Frage? Ja. Wenn ich so ein Mini-Keyboard habe und ein C anspielen und das aber auf einem B getuned ist, das Modularsystem. Genau. Was spiele ich dann, wenn ich ein C spiele? Spiele ich dann genau, also das Modularsystem geht davon aus, dass ich ein C spiele, spiele ich das, was da eingestellt ist quasi. Genau, weil das ja eine kontinuierliche Regelung ist und ich muss einfach sagen, wenn er die Midi-Note C kriegt, dann soll er die Frequenz von dem C kommen, ja. Klar. Wenn es halt nicht so ist, was kommt dann raus? Wenn es nicht so ist, dann ist es halt transponiert. Was weiß ich, wenn ich es halt halb zu niedriger mache, dann ist es alles ein halb zu tiefer. Zum Beispiel. Und man muss halt sich damit ein bisschen beschäftigen. Und weil es analog ist, ist das auch immer nie so ganz exakt, dann wird es ein bisschen wärmer und dann verläuft es ein bisschen. Also es ist alles nicht so glatt und nicht so perfekt, wie man es jetzt gewohnt ist. Aber das ist ja auch das Schöne. Okay.
haben wir unsere langweiligen Grundtöne. Da regnet es ja noch nicht interessant, das ist mit dem. Man hört ja auch immer das so zyklisch spielen. Was veränderst du da für einen Parameter? Da verändere ich jetzt die Pulsweite. Siehst du hier am Oszilloskop? Also, ich mache diesen U mache ich schmaler und breiter. Okay. Und wenn ich statisch lasse, so klingt es halt ganz spitz und so klingt es recht cool. Schiebst du mir was rein. Aber wenn ich das halt dann bewege, kontinuierlich, dann wird der Sound schon fetter. Und wie hast du den Regler? Ich habe es akustisch vorher nicht verstanden. Pulsweite heißt der. Pulsweite, okay. Und das findest du auch an jedem anderen Synth-Plugin. Da gibt es immer so Rechteck oder Pulse-Wave heißt es oft. Und da gibt es immer Pulse-Width, Pulsbreite. Und das ist halt genau das. Und ich finde es, irgendwie wichtig, das Bild vor Augen zu haben. Wenn ich so meinen Rohstoff habe, meine Welt vor Augen, wie klingt die, was tue ich mit der? Darum wollte ich das einfach gerne mal so zeigen. Okay. Gut. Jetzt ist das natürlich schon soweit ganz nett. Ich kann schon keine Melodie spielen, aber noch nicht fertig. Ich war jetzt auf VCU, ne? Jetzt erinnere ich mich. Voltage Control. Also auch die Tonhöhe passiert hier wirklich über Spannungen, einfach über Gleichspannungen, der Höhe von Norm. Volt, kennt ihr ja wahrscheinlich. 1 Volt ist genau eine Oktave. Und 0 Volt ist der Grundton, den man einstellt, und 1 Volt ist eine Oktave höher und 2 Volt ist 2 Oktaven höher. Und so steuert man die Dinger an, um Tonhöhen rauszukriegen. Genau. Und so läuft das alles nur mit solchen analogen Spannungen. Also da gibt es keine digitalen Signale oder so, das ist einfach nur Strom. Genau. Gut. Ja, jetzt wollen wir mit dem Sound was machen. Nächste wichtige Teil ist hier der Filter. Das VCF, auch wieder Voltage Controlled Filter. Filter kennt ihr auch von den Plugins meistens. Das ist eigentlich so das zentrale Klangformungsding von den normalen Live-Devices, Autofilter oder sowas. Dass man einfach so einen Sound auf und zu gehen lassen kann. Sound. Was machen wir? Das kann ich spielen. Was haben wir hier? Also ich gehe jetzt vom Ausgang von dem Oszillator in den Eingang von dem Filter. Und von dem Ausgang von dem Filter wieder in den normalen Ausgang. Ich habe immer noch mein Rechteck. Signal, aber jetzt ganz stark gefiltert. Jetzt mache ich den Filter immer mehr auf. Da ist sind keine Obertöne drin, sondern das ist so das elementare Ton eigentlich. Weniger wie Sinus gibt es nicht. Genau. Okay. Dann gibt es beim Filter natürlich noch die Resonanz. Yeah.
Frequenz, also welche Frequenz ihr abschneidet. Weil ihr müsst euch immer so vorstellen, jeder Klang hat so ein Frequenzspektrum. Also da gibt es einmal den Grundton, den man hört, wo man sagen kann, das ist ein C. Und dann gibt es eben noch Obertöne, die da drüber liegen. Und in der Summe geben die dann diese Form und machen dann den Eindruck, wie es halt klingt. Und wir haben so einen Filter, der schneidet von oben her, in dem Fall jetzt, die Frequenz immer mehr weg. Und dadurch wird es halt immer dumpfer, der Klang. Bis nur noch dieser Grundton übrig bleibt, halt dieser Sinus. Ja, okay. Was macht jetzt die Resonanz genau? Also der Filter schneidet die Frequenz ab. Genau, wollte ich gerade sagen. Und die Resonanz, das ist so ein Effekt, dass das Filter selber so eine Rückkopplung drin hat und dann fängt es selber das Schwingen an, sozusagen. Und zwar schwingt dann auf der Frequenz, wo es sozusagen abschneidet. Also da macht sozusagen selber so einen tonalen Anteil an der Stelle, wo es das zumachen könnte. Wenn wir anschauen. Also du mit den Kabeln machst du jetzt ja quasi den Weg, was das Signal gehen soll. Und gibt es immer nur einen Weg? Also was weiß ich, du gehst vom Oszillator in den Filter, vom Filter jetzt noch irgendwo anders hin und am Schluss immer wieder in den Ausgang. Oder splittet sich das zum Beispiel irgendwann auch mal auf, dass ich aus diesem einen Weg zwei mache und... Sehr gute Frage, sehr gute Frage. Oder kommst du das noch? Das ist ja das Schöne. Funktioniert, da sind genau die gleichen Komponenten drin, nur halt fest verdrahtet, fest verschaltet. Es gibt halt so einen Klassiker, erst kommt der Oszillator, dann kommt das Filter, dann kommt die Hüllkurve, die macht halt so die Lautstärke und den Filter auf und zu. Und das ist das, was man normalerweise so braucht für alle Sounds. Aber interessant wird es ja eben genau dann, und das ist das Schöne beim Modularsystem, da kann ich ja die wildesten Sachen machen. Ich kann sagen, jetzt tue ich mal die Frequenz vom Filter modulieren mit dem Output von irgendeinem anderen Modul, vielleicht sogar im Audiobereich. Kann ich was schrotten dabei? Hm? Entschuldige. Kann ich was kaputt machen dabei, ist die Frage. Nee. Wenn ich verkabel, dass ich irgendwas so verkabel, dass am Ende das Ding mir um die Ohren fliegt. Nee. Das ist genau das ist auch gut. Es sind einfach nur Spannungen. Es gibt halt Spannungen, das sind solche Control Voltages wie die Hüllkurve, die gehen relativ langsam und es gibt Spannungsverläufe, das ist richtig Audio, aber im Endeffekt sind es nur Spannungen zwischen 0 und 5 Volt und da kannst du alles irgendwo einstecken. Also, und das ist das Geniale. Manchmal entstehen auch dadurch, dass man sich mal verstöpselt, tolle Ergebnisse. Also, das ist schon witzig. Okay, aber das heißt doch, dass jeder Parameter von jedem Modul, der immer einen Ein- und Ausgang oder vielleicht sogar mehrere und nicht nur das ganze Modul einen Eingang und einen Ausgang. Genau, also die Module haben immer so einen Audio-Eingang und Ausgang, die mit Audio was machen, und dann haben sie noch Modulationseingänge, wo ich halt bestimmte Parameter noch über eine externe Steuerung, was das auch immer ist, noch mehr modulieren kann. Jetzt nehmen wir zum Beispiel unsere Pulsweite, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, fällt da nochmal auf. Klassiker ist, dass ich jetzt die Pulsweite über einen LFO, also über so einen langsamen Oszillator mal moduliere. Thank you.
dafür, dass die Tiefenfrequenzen oder die Höhen auch entsprechend weiter springen, weil jetzt, wo du ihn schneller gemacht hast, sind ja auch die irgendwie 80 Hertz oder was deutlich lauter wahrnehmbar geworden, wie wenn es weiter offen war, oder? Ja, genau. Mach ich es gerade nochmal. Mal kurz, nur so ganz abstrakt zusammengefasst. Gut, du hast oben dein Voltage-Controlled Oscillator. Genau. Du erzeugst eine Schwingung, genau. Gibst dir eine Frequenz, genau. Und haust die durch einen Filter. Genau. Und hast eine Resonanz auch beim Filter eingestellt, ja, genau. Ein bisschen. Ne? Und aus dem Filter raus gehst du in den LFO, Low Frequency Oscillator. Der LFO, der geht seitlich in den VCO rein. Ach, der geht zusätzlich auch noch in den... Genau. Also jedes ist mit dem Filter gar nicht zusammen. Ah, okay. Das hat mit dem Filter nichts zu tun. Weil ich moduliere ja nur von meinem Rechtecksignal breit dieses obere Kastel ist. Das lasse ich sowas nicht bewegen. Genau. Und so ist eben das Prinzip von jedem Modul. Ich habe so einen Signalweg und in jedem Modul kann ich von der Seite immer noch mit irgendwas reingehen, was das moduliert. Entweder zyklisch oder halt, wenn ich eine Taste drücke, mit einer Hüllkurve, wie auch immer. Okay, also du modulierst mit dem LFO den VCO. Genau, die Pulsbreite vom VCO. Genau. Ich kann natürlich auch hergehen, ja, ich mache das gerne komplett. Thank you.
ist gut, einfach mal so wirklich Chaos zu produzieren, weil dann kann man sagen, okay, stutze ich es zurecht, bis es wieder irgendwas ist, was Sinn macht. Irgendwie muss man schon verrückt sein, sowas zu machen. Ich muss schon knallen. Aber ich hoffe, ich bin eine gute Gesellschaft. Okay. Ja. Ja, gut, das ist schön, das ist selten. Okay. Jetzt haben wir zwei Module erst angeschaut: VCO und Filter. Weil die natürlich schon sehr wichtig sind. Okay. Jetzt haben wir ständig diesen nervigen Dauerton. Wollen wir ja auch nicht. Ein Ton soll irgendwann anfangen und wieder Ende haben. Das heißt, wir wollen die Lautstärke verändern über die Zeit. Das sind so die Basics von Sound. Es gibt die Frequenz, also wie schnell so eine Schwingung ist, dass es einen Ton höher und dann gibt es die Lautstärke. Und die Lautstärke zu hoch ist, dann geht die Tür auf und einer kommt. Okay, jetzt machen wir aber mal die. Machen wir es mit der Lautstärke. Das dritte wichtige Teil ist Hüllkurve und VCA. Also Hüllkurve üblicherweise als ADSR ausgeführt. ADSR sagt. Attack, Decay, Sustain, Release. Okay, ein paar wissen es, ein paar auch nicht. Ich sehe es richtig, dass ein paar nicht wissen, weil dann male ich es an die Wand. Okay? Attack ist wie der Ton starten soll, ob er langsam laut werden soll. Genau. Wenn man so einen Sound hat und man sagt, was soll passieren, wenn ich auf den Keyboard eine Taste drücke, auf den Push, egal. Soll der Ton sofort da sein oder soll er erst so langsam kommen und soll er dann wieder weg sein oder soll er stehen bleiben, wenn ich es gedrückt halte. Das macht man alles dann. Und da ist eigentlich so der Standard dieser ADSR. Das ist ADSR, heißt einfach, das sind so vier Phasen über die Zeit. Einmal der Attack. Das ist so eine bestimmte Zeit hier. Dann gibt es ein Decay. Die fällt dann wieder ab. Okay. Sustain. Release. Der Text sagt einfach, wie lang soll die Zeit sein? Wenn ich eine Taste drücke, soll der Ton gleich da sein. Wenn es 0 ist, dann geht es halt so hoch. Und wenn es sehr langsam ist, dann geht es so hoch. Okay. Decay, also der steigt bis zu einer bestimmten Stelle an. Und gleich sofort fängt er wieder das Runtergehen an. Okay. Das ist auch wieder eine Zeit. Die Decay-Zeit. Sustain, das ist der Pegel, wo das stehen bleibt, solange man die Taste gedrückt hält. Also hier beim Sustain, da sagt man, wie hoch ist das. Und Release ist, also das ist sozusagen Taste runter und das ist Taste wieder hoch, Taste loslassen. Wenn ich loslasse, läuft über eine gewisse Zeit, fällt die Kurve wieder auf. Und da kann ich jetzt eben ziemlich alles bauen, was ich will, wenn ich jetzt so einen totalen knackigen, perkussiven Bass-Sound machen will, der soll natürlich nicht anfangen, sondern der soll da sein. Also mache ich Attack 0 und mache meinetwegen auch einen kurzen Decay. Ein Sustain von 0. So. Und dann ist das einfach so ein Sound. Ich mache einfach. Oder ich mache so ein Pad-Sound. Das wäre dann eher so, dass ich sage, was soll ja dann für die Sachen bei mir ins Haus? Mach den Sustain auf volle Kanne. Ja, wieso, wenn du schon da bist? 100%. Der soll gar nicht leiser werden, sondern der soll oben bleiben. Dann spielt der Decay auch keine Rolle, weil der macht einfach hier oben weiter und dann wieder Release. Genau. Ja, und mit so einer Kurve kann ich jetzt zum Beispiel die Lautstärke beeinflussen von meinem Ton. Oder ich kann es aufs Filter gehen lassen oder ich kann es sonst was machen damit. Aber das sind so die beiden Klassiker. Ungefähr klar? Könntest du mal kurz sagen, was ich mit dem Decay eigentlich, was für eine Charaktereigenschaft man vom Sound damit gut herstellt? Weil das habe ich ehrlich gesagt nie verstanden, warum ich das überhaupt brauche, das Decay. Nehmen wir mal so ein, immer wieder so ein Bass-Sound, so einen knackigen.
wenn ich jetzt die Lautstärke so moduliere, dann macht er nur kurz dumm, dumm. Aber wenn ich jetzt das Sustain ein bisschen hochdrehe, dann bleibt der Sound stehen und das ist sozusagen die Knackigkeit, wie kurz der ist, das hören wir jetzt dann gleich. Und Release ist einfach, was passiert, wenn ich die Taste loslasse. Dann kann ich zum Beispiel so machen, der macht irgendwie so Dong, er bleibt dann stehen und wenn ich loslasse, soll er sofort aufhören, dann mache ich halt Release 0. Spielen wir es einfach mal durch die Fälle, ich habe jetzt klar. Von dem Signal. Da geht das Signal rein, dann gibt es eine Modulation, die sagt, wieder eine Spannung, die sagt, wie laut soll das eigentlich da durchgehen. Wenn die Spannung 0 ist, ist es still und wenn die Spannung 5 Volt ist, dann lässt das voll durch. Sehr aufmerksam. Okay. Gut. Ich habe nur gesehen, das geht darüber, dass es mir auskam. Okay. Und der Filter ist, glaube ich, unten. Der Filter, oder? Es ist so, erstmal geht es jetzt in die VCA rein, aber da geht jetzt noch nichts durch, weil der VCA muss jetzt noch wissen, wie laut soll ich eigentlich machen? Also da fehlt jetzt noch wiederum der Modulationsinput. Mhm. Okay. Und da hat er wieder auch so ein CV-In. Seht ihr bei Modulation immer CV, CV, Control Voltage. Also das ist immer eine... Okay, Out ist hier. Schön, wie viel ist das gerade? Und jetzt muss der natürlich noch wissen, ja, wann soll ich eigentlich anfangen. Ich muss ja mitkriegen, wenn ich eine Taste drücke, wann muss ich loslaufen. Dazu habe ich jetzt hier, also das ist jetzt das MIDI-Interface. Das heißt, da gehe ich mit MIDI rein und es kommt eine Spannung aus für die Tonhöhe, die praktisch die Taste, die ich drücke. Und zusätzlich noch ein Gate-Signal, also so ein Signal, was oben ist, wenn ich eine Taste drücke und wieder unten ist, wenn ich das loslasse. Und das muss ich jetzt hier nachholen. Schauen wir mal, was tut. Genau, wir sehen es oben auch an der LED. Die Kurve, die er auswirft. Und das sind jetzt hier unsere vier Knöpfe für die vier Parameter. Okay. Also Attack ist auf 0, hört man. Kommt sofort und fällt ab, weil der dritte Sustain ist auf 0 und die Decay ist relativ kurz. Jetzt machen wir die Decay mal ein bisschen länger. Genau, jetzt wenn ich den Sustain aufdrehe. So dieses bisschen knackige vom Anschlagen. Manchmal kommt er so weich, warum eigentlich? Hört sich das auf? Zeige, wenn ich jetzt loslasse. Okay. Wenn ich den Release auf 0 mache, dann.
sofort aus. Wenn ich einen Attack aufdrehe, dann... sinnvoll ist. Es gibt auch Synthes, wo es so völlig abgefahrene Hüllkurvengeneratoren gibt mit einem Haufen Segmenten, wo er hochgeht und wieder runter und wieder hoch und dann bleibt er und dann kann man die wildesten Kurven da konstruieren, aber mei. Dann bist du ja schon beim Sequenzer eigentlich. Ja, genau, dann ist man schon wieder in der Welt, wo man dann in Ableton irgendwie eine Modulation malt und die dann nimmt. Also, aber das ist geil, ist einfach. Reicht für 95% davon. Gibst du beim VCR jetzt eigentlich die Lautstärke an, die der Ton dann im Sustain hat, oder die er am Ende vom Attack die Lautstärke hat? Das Maximum ist immer der Pegel am Ende vom Attack. Das ist so der Maximalpegel. Und wer... Ja, okay, das hast du jetzt am VCA eingestellt, zum Beispiel am Ende vom Attack halt volle Lautstärke. Am VCA stelle ich eigentlich gar nichts ein. Der VCA nimmt nur den ADSR und tut mein Signal, mein Audiosignal laut und leise machen. Und haben diese Kurve. Okay. Genau. Also schematisch hingemalt. Also wenn du alles auf Null machst, kommt gar nichts. Wenn ich alles auf Null mache? Kommt kein Ton. Die Hüllkurve oder was auf Null? Nein, dann kommt den ADSR. Also wenn Attack 0 ist, Decay 0 ist, Sustain 0 ist, dann kommt höchstens so ein ganz kurzer Knackser, weil er geht ja schon hoch und wieder runter, aber das ist... Aber jetzt die Lautstärke, die es dann während dem Sustain hat, ja, die regelt sich dann danach, wie lang das Decay ist. Umso länger das Decay ist, umso niedriger ist die Sustain-Lautstärke. Nee, gar nicht. Der Decay fällt ab nur die Zeit. In der Zeit, die er hat, auf den Pegel, den ich hier einstelle. Und wo stellt, ja genau, und wie stellst du diesen Pegel ein? Das ist der Sustain-Pegel, das ist die Lautstärke. Genau. Also muss man wissen, Attack, Decay und Release sind Zeiten, okay. Sustain ist ein Pegel. Genau. Und ja, okay. Genau, jetzt nochmal, also wir haben hier unseren VCO vom Signalweg hier. Wir haben unseren Filter, VCF. Dann haben wir hier unseren VCA Amplifier. Das ist unser Signal, also das ist nicht immer das Audiosignal. Jetzt habe ich hier mein ADSR, der hat damit erstmal nichts zu tun, der macht einfach diese Kurve und der moduliert jetzt hier den VCA, das ist eine Modulation. Der kann natürlich auch den Filter modulieren oder kann irgendwas modulieren. Das ist immer so die Idee, ich habe so einen Signalweg und unterwegs kriegen die einzelnen Teile immer Modulationen und dann passiert irgendwas mit den Parametern, was das Modul halt kann. Okay. Alles auf Null. Das ist analog, also es passiert ja nicht alles in absolut Nullzeit, sondern so wenn ich mal nur Attack mache, klar, Attack läuft, Decay ist Null, Sustain ist auch Null, also sofort auf Null, der Release, der interessiert dann gar nicht mehr. Okay. Gut. Jetzt haben wir die Lautstärke. Und jetzt kann ich auch hergehen und mit dem zweiten solchen ADSR, das ist jetzt ganz freundlich bei diesem Vierfachmodul, wenn der erste so ein Trigger, so ein Gate-Signal kriegt, der triggert automatisch alle anderen auch hier. Das ist das, was man eigentlich immer braucht. Kann ich jetzt mit dem zweiten ADSR, Ausgang, gehe ich jetzt hier in den Filter rein. Die Modulation von den Filtern. Machen wir da mal
Also Lautstärke mache ich jetzt mal so, dass ich, dass der Ton einfach stehen bleibt. Okay. Und für den Filter sage ich Attack 0, okay, ein bisschen was, Sustain 0, dann ist auch ein bisschen was. Und jetzt sage ich am Filter, das Filter erstmal zu. Wie weit er zumacht. Man kann die Resonanz übrigens auch modulieren, das geht auch. Ich glaube, es geht nicht bei dem Filter, aber bei einem anderen Art Filter kann man das auch machen. Okay, und der maximale Wert von dem Attack, wenn ich das messe, was für ein Wert ist das? Wenn man hier in den Kabeln messen würde, dann wäre es 5 Volt. 5 Volt? 5 Volt, okay. Das geht immer so mit, oder? Sind es sogar 10? Oh, das weiß ich ja nicht. Könnte sein, dass er auch mit bis zu 10 Volt arbeitet. Und ist das unterschiedlich von verschiedenen Systemen oder ist das Standard? Also dieses, was ich vorhin gesagt habe, so mit der Tonhöhe, 1 Volt pro Oktave, bei der Tonhöhe, das ist totaler Standard. Okay. Ja, das ist, war schon immer so. Genau. Du hast ja gerade selber schon gesagt, das war jetzt ja subtraktive Synthese, die wir gemacht haben. Gibt es auch Modularsysteme, die was anderes können, also FM oder additiv oder so? Oder ist das ist modular gleich subtraktiv? Jein. Also ich sage mal, Modularsystem tut schon so die subtraktive Synthese, ist so die Grundlage. Weil es ist klar, man hat Oszillatoren, die schon komplexe Wellenformen, mehr oder weniger komplexe Wellenformen machen und die gehen runter drauf und so. Das sind die Standards. Aber es hindert mich niemand, mit so einem Modularsystem zum Beispiel FM-Synthese zu machen. Das ist ein guter Einwand. Machen wir doch mal. Kann FM-Synthese machen, ja. Super Idee. Okay. Was haben wir letztendlich? Ich habe einen zweiten VCO. Der hat einen Ausgang. Und mit dem moduliere ich jetzt wieder die Frequenz vom ersten. So, gehen wir mal rein. Jetzt habe ich ihn stark.
wie so ein Vibrato, das ist so noch hörbar. Aber jetzt kann ich sagen, was ich bin mal richtig in der Kopf. Nicht von der Zeit. War besser mit dem Boden. Ja, eben. Besser am Fast. Sinuston hat den Pegel, volle Kanne. So. Sinuston. Okay. Und jetzt kann ich hergehen und kann sagen, ich tue den zweiten Oberton dazu. Also. Zurückführen auf so eine Summierung von so einzelnen Obertönen. Zum Beispiel einen Sägezahn, der hat ungefähr, ich versuche es jetzt einmal zu malen, da sieht das Obertonspektrum ungefähr so aus. Das wird jetzt nicht so toll klingen, aber. Merkt schon, es ist schon eher so wie ein Sägezahn. Man sieht ja auch die Kurve, die dann da letztlich rauskommt. Ein Rechteck, da fehlt dann immer jeder zweite. Ja, gefummelt hier. Ja.
Egal, ihr seht es schon hier. Das wird schon ziemlich ein Rechteck. Ich kriege schon langsam so dieses Näseln vom Rechteck. Das ist eigentlich auch ganz gut zu wissen. Also so, jeder Klang besteht immer, letztlich kann man reduzieren auf eine Summe von einzelnen Übertönen. Das ist das, was man dann später so als Spektrum sieht, als was man auch hier sieht im Übertönen als dieses Spektrum-Device. Dazwischen und das gibt halt einen anderen Finanzhandkörper. Stimmt, die quasi gegeneinander. Genau, genau. Also, die laufen zwar schon von den Noten hier beide mit, damit der Sound gleich bleibt, aber das Intervall zwischen den beiden, das bestimmt halt dann den Sound, wenn einer den anderen modelliert. So wie hier Pause machen. Oder wie schaut es bei euch aus? Geht noch, oder? Okay. Genau, machen wir eine kleine Pause. Ja, schon. Jetzt kann man mal hin. Gibt es mal Input, mir fällt gar nichts mehr ein. Immer eine Frage, mit ehrlicher Antwort. Wenn du irgendeinen Sound im Kopf hast, kriegst du den dann dahin? Wahrscheinlich nach 30 Jahren, ja. Schätze ich mal. Weil immer wenn ich mich hinsetze und irgendeinen Sound im Kopf habe, dann komme ich halt überhaupt nicht annähernd dahin, wo ich hin will. Deshalb. Ja, ja. Also das ist halt wahrscheinlich noch viel, viel Übung. Ich habe das früher auch viel gemacht, speziell für einen Typen gerade mit den DX7s. Das war ja damals, die FM-Synthese war ja total neu. Das hat ja alles ganz anders funktioniert. Ich weiß, der Typ hatte gerade. Er hatte so ein Roland-Modularsystem, mit dem kam er gut klar, mit dem analogen Zeug, das hat er verstanden und dann kamen halt diese digitalen FM-Synths und er war völlig ausgehalten. Und er hat aber immer so bestimmte Soundvorstellungen gehabt und irgendwie, ich bin halt so ein Freckler, habe das FM-Zeug eigentlich ganz gut drauf gehabt dann und für den habe ich das immer so gemacht, wirklich Sounds so nach. Damals immer, das war eben total spannend, den Prozess sich zu unterhalten, wie ein Sound klingen könnte. Er hat mir manchmal was vorgespielt, ja, so in die Richtung, aber von dem ein bisschen mehr und von dem ein bisschen weniger und soll sich so und so anfühlen. Und dann habe ich versucht, das zu bauen. Das war ein total interessanter Prozess. Also insofern, ja, glaube ich, habe ich da schon ein bisschen Übung, aber. Es ist immer so beides. Das eine ist so die Vorstellung, die man im Kopf hat, und das andere ist einfach dieses Spielen und auf Entdeckungsreise gehen. Das ist das, was mir einfach am meisten Spaß macht. Wo einfach über den Sound da plötzlich was kommt, wo man sagt, ah, das könnte was werden, da wird ein Stück draus oder was auch immer. Das ist halt bei mir so, dann gucke ich halt, bis halt irgendwas
geil klingt und dann geht's genau, los. Genau. Das ist halt nicht der Sound, den ich im Kopf habe und davor, aber es ist halt wahrscheinlich mehr am Ende. Ja, es gibt halt nur was, wo man sagt, hey, boah, das ist irgendwie, das ist cool. Und genau. Aber was halt dann gut ist, wenn man dann ungefähr weiß, wenn es noch nicht genauso ist, wie man sagen will, wo muss ich eigentlich hin? Ja, ist die Komponente, kommt das jetzt mehr die Resonanz vom Filter oder ist das jetzt die Frequenzmodulation oder ist das der Bitcrusher, der da irgendwie noch drin ist und was auch immer? Ja, was ja alles ausmacht, ist ja im Endeffekt der Geschmack beim Produzenten. Ja, das ist ja im Endeffekt das, was uns. Ja, ja, ja. Aber ausmacht, wenn ich nicht zu dem Sound komme, der mir gefällt, dann. Ja, das stimmt schon. Macht halt keinen Spaß irgendwie. Ja, aber ich glaube, da gehst du viel auch nach Charakteristika. Du sagst halt so, okay, du weißt jetzt das und das klingt jetzt. Hat jetzt den und den Sound und den und den Klang und da kann ich einen coolen, den Dark Energy nehmen und machen einen coolen Bass-Synth oder glaube ich, gehst du da mehr, als dass du sagst, ich kriege exakt genau den Klang raus. Ja. Nee, ich wollte einfach nur wissen, aber ich denke, es ist einfach eine Übungssache, ja, weil du weißt dann, wo du drehen musst und ich weiß ja nicht, wo ich drehen muss. Ich drehe halt überall und irgendwann. Ich meine, es hat ja auch was. Also, von meiner Struktur bin ich eher so relativ technisch und manchmal auch zu strukturiert. Und ich habe jetzt gelernt, einfach mehr zu spielen, wirklich mehr einfach laufen zu lassen und nicht so viel zu denken. Das bringt einen beim Musikmachen heraus. Das kenne ich von früher noch. Wenn du rumspielst oder irgendwas machst, merkst du ja, du merkst ja dann ungefähr, was dieser Ritter jetzt gemacht hat, wenn du ihn umdrehst. Und ja. Aber dann beim nächsten Mal weißt du, okay, ja, der könnte da rein. Ja, ich schaue es mir wirklich dann so 5 Minuten an, mach. Ja, wenn ich jedes Mal einen Synth nehmen würde und mich jedes Mal ein anderes Plugin starten würde. Die Frage ist eigentlich übrigens ja, ganz böse. Genau. Aber es ist wirklich immer so ein, ja, ich finde es ein interessantes Thema, aber es ist immer so ein, ich empfinde es immer so als so ein Wechselspiel. Einerseits ist es so dieser kreative Flow und man ist im Hören und in diesem kreativen Ding. Und das andere ist, dass man eigentlich, dass es auch gut ist zu verstehen, was man eigentlich tut. Und wenn ich an den Knopf drehe, warum verändert es den Sound? Und ich merke schon, es ist immer gut so zu switchen, zu sagen, jetzt mache ich mir wirklich eine reine technische Session und nehme mal irgendein Plugin vor, gehe jetzt nicht mit der Motivation dran, einen Hit zu machen, sondern ich schaue einfach mal, wie funktioniert das, wie tickt das, was sind so die typischen Charakteristika, wie forme ich da den Sound? Und weiß, aha, der Regler, der macht den Sound so, der Filter klingt da so und der ist ungefähr so, wenn er in der Mittelstellung ist und auf 3 Uhr klingt er so. Und das ist so diese technische Seite, wo man es echt verinnerlicht. Wenn man dann die Musik machen ist und hat das so im Hinterkopf, dann kann man, glaube ich, gezielter arbeiten. Also so, das ist so meine Erfahrung, ich weiß nicht, wie es euch da geht. Machbar und Sachen machbar würde ich immer. Also ich habe das jetzt auch in den letzten Jahren regelmäßig, wenn ich irgendwie kreativ gebaut hätte, dann einfach nur Sachen nachbauen, die mir irgendwie irgendwie inspiriert haben. Ah, genau. Und wenn man das regelmäßig macht, dann weiß man, wo man hin muss. Dann macht man das eigentlich automatisch dann. Stimmt, genau. Auch gut. Ja. Ich glaube, das ist genau das Gleiche. Bist du auch schnell? Auf Druck. Ja. Ja. Kann wählen. Ja. Okay. Und ein bisschen weiter. Schauen wir, was das Ding noch kann. Exakt, ich hab's auch noch nicht so lang. Finde ich auch spannend. Was ich noch nicht so richtig überblickt habe hier, ist dieses ganze Bitcrusher-Zeug. Das probiere ich jetzt einfach mal aus. Genau. Die Retro-Ära. Ja. 80er Jahre. Ach, du Schatten. Kannst du mir erklären, der Bitcrusher, wie der im Analogen funktioniert? Nicht ganz analog. Da wird tatsächlich, da ist so ein 12-Bit-Wandler drin, da wird wirklich das analoge Signal digitalisiert. Ah, okay. Ja. Mit einer sauschlechten Qualität, wie man heute sagen würde, also irgendwas 12-Bit, so wie damals.
Und dann wird mit dem Ding irgendwie umgerechnet. Also okay. Da ist wirklich so ein so kleiner Mikrocontroller drin, der digital was macht. Aber, ja. Genau, also insofern ist nicht alles analog, stimmt. Ja, man sieht, das ist im Grunde genauso wie hier. Das Nette ist, also man hat ja auch genau die gleichen Komponenten wie auch beim normalen Modulation, die man halt einen Oszillator, heißt halt hier nicht VCO, sondern OSC. Ja. Gut, LP, also LP ist ein Low Pass, ist ein Filter in dem Fall jetzt. Aber das sieht man auch schon an den Parametern. Da gibt es Cut-Off, also das ist ein Frequenz vom Filter, und Q, die Resonanz. Also was zu merken, manchmal steht nur Q dort. Und Q ist immer dieses, du wisst noch, die Resonanz vom Filter, wenn es zu pfeifen anfängt. So. Okay, dann gibt es ADSR mit den vier Parametern. Genau. Und da ist jetzt zum Beispiel mal, habe ich reingezogen, so einen analogen, so quasi analoge Sequencer. Mögt der ein Licht wieder ausmachen? Oder so? Ja, so ist gut. Geht das für dich denn da vorne einigermaßen? Passt, ja? Ist gut. Genau. Okay, dann. Ja, und der Sequencer, der wird von einem LFO getaktet. LFO ist nur eine langsame Frequenz, und in dem Fall macht er den Takt für den Sequencer. Und bei der LFO, und jetzt sind wir natürlich so unter einem schönen Vorteil vom Oszillator, den kann ich jetzt hier synken. Da kann ich sagen, ja, der Takt wird in 8 gedrückt. Thank you.
Kreise drin. Klar, ist halt nichts geschehen, die machst du mal größer, dass die sich immer nicht mehr so rumhüpfen. Aber es kann jetzt auch sein, hier mit dem Pad, aus dem Pad da passieren. Also man kann ja auch eigentlich immer eine MIDI-Zuweisung dazu machen, oder nicht? Du kannst das auch im Push schon booten, naja. Ja, klar. Klar, Makro-Controls, dann User-Map anlegen, kein Thema, geht schon, aber es gefrickele, sitzt 20 Minuten dran oder 15 eben. Minuten. Das ist unser Track dann schön stehen, oder? Ja, und im Prinzip ist jetzt auch wieder so, der Sequencer hat eine Impedanz und eine Zeitlupe. Also die Frequenz, die Tonhöhe geht ja von oben nach unten. Jetzt machen wir das mal ein bisschen schneller. Und jetzt hat schon ein bisschen eher das, was es braucht. Jetzt habt ihr gesagt, 50 Millisekunden oder 100 Millisekunden als gesamte Zeit, gell? Habe ich das richtig in Erinnerung? Aha. Das ist jetzt eine Sekunde. Dann sind das 30, 80, 70, 80 Millisekunden, kein Sustain natürlich. Finde ich jetzt kurz, ehrlich gesagt. Ich habe 200 Millisekunden gemeint. Okay. Also ich soll schon ein bisschen packen schon. Tja. Besser, ne? Also Geschmackssache, der eine mag es short. Your face. Ja, das ist fast schon Gurst. Ja, dachte ich mir auch das. Wunderbar. Ja. Punch. Ja, sorry, das war. Kann ich hier über Audio Send kann ich sagen, angenommen, ich will jetzt nicht die Distortion haben, sondern eine aus dem Modular-Synthin. Dann gehe ich jetzt hier auf Audio Send. Dann kann ich hier einen anderen Track machen. Kann da vom Oszillator einen Audio Receiver anziehen. Der geht auf Bus 1. Also ich habe hier sozusagen 8 Kanäle intern, die man der Oszillator liefert. Und dann sage ich, okay, jetzt hol dir mal. Muss gar kein MIDI-Kanal sein, kann ein Audio. Genau. Hol ich mir das Signal und mache jetzt ein externes oder Instrument. External Audio. Achso, Audio-Effekt. Audio Tour 1, Audio from Input 1, nee, nicht 1, ach, da müsste jetzt erst an der Soundkarte mehr ausgehen konfigurieren. Ja, aber ich verstehe das Prinzip schon. Das ist ja nämlich das Coole, weil wenn man sich jetzt sowas jetzt nicht leisten kann, kann man sich zum Beispiel jetzt einfach nur einen Filter kaufen. Und dann zum Beispiel Oszillator verwenden und da sozusagen das Analoge verwenden von dem Filter. Genau, aber man kann irgendwelche witzigen Modulationen sich in den Oszillator zusammenpatchen und dann dieses Modulationssignal einfach als Controller ins Modularsystem schicken und da halt was machen. Und dann spart man sich hier einen Haufen an LFOs und ADSRs, weil ich meine, ein analoger ADSR, ich würde mal sagen, der klingt nicht anders wie einer Digitalgerechnet. Was halt den analogen Sound ausmacht, sind Filter in erster Linie, Oszillatoren, 2 und vielleicht noch andere audiomäßige Effekte. Und dann kommt wieder zurück. Genau. Auf den und dann, ja, mit dem Audio-Receiver eben. Vorausgesetzt, die Soundkarte hat entsprechend ein- und ausgehen, kann ich sagen, okay, patch hier was, schleif's hier rein, geh hier durch und wieder zurück in Ableton und kann halt dann hier den Filter oder das komische Hämmerketten, die wir wieder nutzen. Wie gesagt, das würde ich auch gerne
den Soundbody einfach gern haben. Also es ist wirklich, das finde ich das genial, das ist so eine Durchgängigkeit. Kann ich sagen, okay, jetzt habe ich einen ADSR, der geht auf den VCA. Das ist wieder das gleiche Prinzip. Hier habe ich sozusagen meinen Signalweg, Oszillator, geht in den Signaleingang vom Filter, Filterausgang geht in den Signaleingang vom VCA, der die Lautstärke macht, und der Ausgang geht wiederum auf Audio-Out, also dass es halt in der ewigen Kette dann weitergeht. Und von der Seite kommen dann immer diese Modulationen rein, jetzt zum Beispiel der ADSR. Jetzt sage ich jetzt nämlich meinen zweiten ADSR, hole ich mir hier. Den steuere ich auch über dieses Gate, nur dem sein Signal geht jetzt in den Filter, CV-Eingang 1. Okay, so stark. Hier stelle ich dann ein, wie stark er den Filter aktiviert. So ein bisschen meine Tech, gell? Aber klingt halt aber auch irgendwie auch nur statisch. Das fehlt irgend so eine Wärme, ja. Ich hab's vorhin halt auch zum Teil draußen was, hab ich auch gesagt. War ja immer überzeugt, super mit diesen Plugins und Zeugs, und auf der digitalen Ebene kann man alles machen, und diese Analogheiten her ist einfach ein Hype. Aber wo ich das Ding dann wirklich zum ersten Mal eingeschaltet habe und es gehört habe, habe ich schon gedacht, oh ja, nee, ist schon mal was anderes. Also, ich habe keinen Vertrag mit der Firma Döpfer, also ich mache hier nicht mehr, das ist ganz wichtig, gell? Überhaupt nicht, das ist. Und auch völlig neutral. Und einfach fürs Chunky. Vielleicht sollten wir mal einen direkten Vergleich machen, wenn es geht. Also ich weiß nicht, ob wir es hinkriegen, ist die Frage halt. Okay. Wir müssen halt den gleichen Sound in Astronaut kreieren und auch. Mach doch mal eine schöne Bassdrum. Eine schöne Bassdrum, einfach so. Oder das musst du doch. Okay. Eine schöne Kick. Okay. Gut. Er sagt mir, wie man einen Kick macht, ich weiß es natürlich, aber. Wie den Filter, oder? Ja, ein Sinus, oder? Genau, welche Grundwellenform nehme ich für einen Kick? Das ist schon mal eine gute Frage. Ich würde eine Saw nehmen, Sägezahn. Okay. Und würde Attack eigentlich eine Kick, soll er direkt kommen? Attack? Klar. Ganz auf hoch. 0. Decay sollte dann relativ kurz sein. Sustain sollte eigentlich, ja gut, 808 ist eigentlich, gibt es ja nicht, eine Kick, die schlägt man noch dumm. Gut, es gibt dann diese, das ist doch 808 Kick. Das ist doch jetzt super, jetzt haben wir einen Sound im Kopf, jetzt sind wir bei dem Thema. Eine Kick, kannst du dir das vorstellen? Ich höre zu. Ja. Und jetzt versuchen wir mal eine zu machen und jetzt überlegen wir mal, versuchen wir uns erstmal vorzustellen, was macht wirklich eine Kick aus. Okay, also wir haben verschiedene Sachen. Wir haben einmal die Tone, die Frequenz, wir haben den Filter, wir haben die Lautstärke. Jetzt analysieren wir mal die Kick. Die Lautstärke ist, glaube ich, am einfachsten. Du hast es eigentlich schon gesagt, die kommt hart, klar. Attack ganz hart. Die Kick, die macht nicht, sondern die haut rein. Attack immer 0. Sind wir uns einig? Okay, haben wir schon mal den ersten Mal. Dann Decay, jo, die Kick, die dumm. Sollte kurz ausklingen. Also ungefähr, was denkt ihr, wie lang soll eine Kick ausklingen? 200 Millisekunden, 150 Millisekunden? Weniger. Gar nicht so viel. Weniger. Weniger, ne? Ja. 30, 40? Kommt drauf, was für eine Kick ist. 50. Ich würde auch sagen. Also ich glaube, der Grundding ist Attack und Decay, also Decay 0. Attack 0, ja. Decay ist halt regelbar und Sustain und Release sind 0. Genau. Ich glaube, damit können wir schon mal irgendwie. Gut, okay, jetzt also, im Endeffekt. Jetzt habe ich ein bisschen was gehört. Okay, also ist jetzt mal die Lautstärke. Welche Wellenform nehmen wir denn? Was ist denn?
Ist eine Kick sehr, sehr obertonreich, hat sehr viel nein, Sachen, oder ist die eher dumpf? Ja, das sieht aus. Hm? Das sieht aus, würde ich sehen. Ah, würde ich annehmen, genau. Mhm. Okay, gut. Dann, ja, dann haben wir schon ein bisschen was. Wenn wir sowas machen, jetzt tun wir unserem Oszillator mal ein. Wir haben einen echten Sinus, das ist schön. Achso, weil der Fall das gerade nicht aufs Filter. Nehmen wir mal vom Filter weg. Jo. Was? Ach da, das ist fast der Kick. Bisschen mehr Decay, oder? Die ist zu hell. Ah, und da habe ich noch das. Das Ding immer noch mal raus, das muss wirklich trocken werden. Ist ja fast schon eine 8x8, oder? Filter ist eigentlich. Na ja, gut, lass mir den Filter mal. Ja, bleiben wir mal da. Ganz kurz, Willi noch weg. Hm? Dass sie kurz kürzer kommt. Willi ist. Nein. Kompressor. Dann steht halt. Kompressor. Ich bin schon noch zum Shepard. Also, der Filter ist in dem Fall jetzt eigentlich fast wurscht, weil beim Sinus, was soll man da wegfiltern? Der Sinus ist eigentlich nur ein Grundton. Der macht nichts. Die Rasseln und Kugelhocken raus. Vorne und packen. Organic Samples. Aber kannst du das so aufnehmen? Das müsste aber eigentlich gehen, oder? Ja, eine Audiospur halt, die Audiospur auf Master. Genau. Dann auf In, nur muten, weil sonst hast du Rückkopplung am Start. Dann machst du eh schon drin. Was kostet dieser Oszillator eigentlich? 79 oder so. Mit 100 irgendwas Modulen, also richtig viel zu. Was ist das standardmäßig? Was, Alter? Voll durchmarkt. Du bist ein thank you.
Okay.
Nee, den kannst du ja enablen. Naja, weiß ich schon. Also Buggy. Wollt ihr mal die Bassline nur ausmachen, das ist, weil das so tonal so total daneben ist, das macht einen krank. Ja, danke. Beziehungsweise. Entweder oder. Achso, okay, aber wieso läuft es trotzdem? Obwohl ich jetzt Kritik läuft. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier.
die andere. Ja, da ich halt. Ah ja, genau, ich hab das auch geschrieben. Ich hab das geschrieben. Ah ja, kommst du nicht. Ich hab gedacht, ich könnte das selber sagen. Ich normal Ich kann ihn nicht jeder. Ich dachte, du kennst ihn auch. Ich kann ihn nicht jeder. Jeder war dreimal doch. CDF, ADSR, was es ist. Letztes Mal war es, ich sehe bei mir Profis, letztes Mal waren es also die Basics. Gibt es Leute, die da irgendwie dazu? Also ich kenne die Basics halt schon, aber also ich habe es hab halt früher, das früher ist es wirklich bei mir länger, ein bisschen älter. Auch irgendwann nicht so viel Unterschied. Ja, gut, sie haben ein bisschen mehr Obertöne, da du das aber wenn du irgendwie zwei Hautrotat züngst oder so, da hast du ja wesentlich mehr vom Verklanglichen, ja, als wenn du irgendwelche Spitzen umklappst oder sonst was. Ja. Genau, 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 ja. Aber es ist trotzdem ein gutes alles zu. Also ich finde es natürlich eigentlich einladend, so auf den Sound einmal drauf zu schauen. Das ist hilfreich bei Modulation sozusagen. Ich mache mit der Wellenform was. Ich finde das bei Modulation viel unmittelbarer, wie wenn man jetzt normalen Sound hat, wo man. Ich weiß nicht, wie man Preset schon mal anbringt und sagt, ey, klingt geil und dann dreht man schon ein Bild darum. Schön, klingt ja alles klasse, aber es ist gut, wirklich mal auf der Null anzufangen. Kommt eine ganz andere Richtung. Ja, was ich zum Beispiel auch mal cool fand, und zwar wenn man den LFO-Filter hat, dass man da auch noch ein bisschen Shaping macht und dann sozusagen die Modulation immer so eine bisschen andere Färbung kriegt. Genau, ja, eben, auf sowas kommt man dann. Das ist, dass man nicht auf diese Standardformen da beschränkt ist und so, verbiete ich halt dann eine LFO. Schau, was da rauskommt. Dass dann auf diese rhythmischen Bereiche dann schon eingehen. Ja, oder halt nicht rhythmisch. Oder halt nicht rhythmisch. Ja. Wenn man dann da sitzt und langsam den Kopf wegkriegt. Ja. Sehr gut. Den ganzen Aspirinstand dann immer aufmachen. Ja, genau. Okay. Boostet halt ein bisschen. Aber nicht wirklich dramatisch, gell? Es sind nur so ein paar. Und interessant ist, dass das Spektrum wieder harmonisch bleibt, weil man könnte ja auch was meinen, dass er vielleicht eine Schwingung hat, die gar nicht ins Spektrum im Grundton reinpasst, aber das ist nicht der Fall. Hey, und wenn du die Frequenzen vom eigenen Ton verstärkt, das kann ja kein Problem sein. Ja, das ist immer vielfach. Wenn man sich das jetzt mal überlegt, ich finde es einfach immer irre, dass wenn man dem Ohr sowas liefert, so ein Spektrum oder so ein Zeug zwischen hier und da, eigentlich im Spektrum fast keinen Unterschied und trotzdem sagt das Ohr ganz klar, das ist was anderes. Das ist eine irre Leistung, was da zu hören.
ich mir jetzt vielleicht den Signalfluss und komme schon an, den kann ich dir noch einziehen. Welcher Ausgang ist welcher Mikrocontroller, okay. Dann kann ich mit dem Spannung machen. Wie merkt man das, dass man weiß, welcher Mikrocontroller auf welchen Mailroute geht? Nochmal? Jetzt, dieser 51 Controller, auf welchen, wie man das jetzt merkt, sozusagen auf den Mikrocontroller. Das macht man jetzt hier an dem Interface. Wenn es zu tief geht, fange ich schon so. Schauen wir mal, wie der Ausgang ist hier. Da war er. Ich weiß noch, was das hier für 3. Und jetzt Return. Okay. Und jetzt kannst du durchsteppen, bis du zur Feld CV2 kommst. Weil natürlich wieder ganz. Und CV2, genau. Da müsstest du das jetzt dann. Und da mache ich jetzt wieder Enter, gell? Genau. Ja, und hier habe ich zum Beispiel die 50. Ah, okay. Also diese Automationen sozusagen von Ableton rausschicken, weil dann der. Ja, gut. Ja, also CV1 und CV2. CV1 ist obligatorisch über Minute. Das ist Not. Und CV2 ist halt ein zusätzlicher Kontroll. Also bräuchte ich jetzt mehr wie die Interfaces innerhalb dieser. Bräuchte ich jetzt ein Interface, was mir halt mehr Steuerspannung hat, rauszuschreiben. Genau. Aber es geht jetzt nur so präzise. Ja. Also man kann es tun. Es ist so die ich würde sagen, die einfachste Ebene, wie man sowas in Ableton integrieren kann. Und, aber was ich natürlich auch machen kann, ist, ich könnte auch Audio aus Ableton hier reinschieben. Interessanter, eher so die alten Bekannten, habe ich ja dann alles, meine EFOs, also alle die Dinge, die halt so diese langsamen Verläufe machen. Jetzt holen wir uns ein alles, ja? Kleiner Vorteil zu einem Töpfermodularsystem, ich muss jetzt nicht